Okay, wir fangen es zum zweiten Set mit der heutigen Band. Wem der Name nicht mehr oder noch nicht geläufig ist, wir haben für alle, die lesen können, da ein Banner aufgestellt. Da steht unser Name drauf, auch unsere Internetadresse. Aber für die, die nicht lesen können, das sage ich jetzt kurz. Hier und heute im Brauhaus 1516 in Augsburg live mit Boogie Rock'n'Roll Sideco. Und noch ein bisschen mehr die Swamp Cats. Mit ihrer weiß gekleideten, mit allen Wassern gewaschenen, Liebreizen darf ich nicht mehr sagen, immer weiblichen Akkordeonista Sunny Crane! Dessen Titel mir sich noch nicht ganz erschlossen hat. Anja, um was geht's da? Nein. Wir nehmen euch jetzt mit nach New Orleans. Fade Odo heißt nämlich. Das hört euch an, was es das heißt. Nein, nein. Weiter geht's nach New Orleans. Ein Song über die Cowboys, über die Country-Jungs von
Louisiana, Hippity Yosef. Well, I'm a country boy, down in New Orleans. Hey, a country boy, down in New Orleans. I can't find a way to get that breezy green. I got a pretty hair, long big beautiful eyes. Got a pretty hair, big brown beautiful ears. Country Boys und Cowboys und Cowbösen.
Kann es sein, dass ich vorhin hier Line-Dancerinnen gesehen habe? Ja, ich habe mich doch nicht getäuscht. Ich bin in der Lage. Ja, weil wir lieben Line-Dancer. Ja, für alle. Ein Liebeslied, Don't You Break My Heart. You don't want me, don't tell me you're wrong. I don't want you to tell me that you don't love me. If I'm dead from the start, don't you break my heart. Don't you break my heart. Im weitesten Sinne ein Liebeslied. Und wir kommen zu einem sehr denkwürdigen Moment in diesem unseren zweiten Set. Denkwürdig. Es singt für euch der schönste, der größte, der unrasierteste und ungekämmteste Schlagzeuger bei den Swampcats. Dankeschön. Rolf Wundenberger singt für euch I Feel Good. 1, 2, 3, 4. I feel good. I know that I would. I feel good, babe. I know that I would. So good, so good. I love you. I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, 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 nice.
Macht schon. Der hat sich nicht verletzt. Okay, habt ihr von dem Schreck erholt? Wer ist eigentlich die neue Dame im Fotoapparat? AZ, hast du schon ein Gemeinschaftsfoto von uns? Okay, dann stell dich mal da bitte davon her. Entschuldigung, das haben die Jungs in Berlin gelernt. Und das möchten sie jetzt immer wieder zeigen. Ja. Gemeinschaftsfoto. Wow. Haha, ich tanze. Ja, passt es so. Dankeschön. Ja. Ja, normalerweise haben wir an der Stelle mehr Applaus gewohnt und vor allen Dingen mehr Blitzlichter, aber. Das ist okay. Eigentlich schon, aber. Es ist okay. Ihr habt es ja nicht gewusst. Ihr könnt nichts dafür. Ich liebe ihn. California, back to that Georgia, I don't know.
Vielen Dank. Habt ihr es gerade gesehen, oder? Also nicht, dass ihr meint habt, ich habe jetzt den BH aufgemacht. Sie trägt gar keinen. Es war also nur der Gurt vom Akkordeon, ja, den ich geöffnet habe. Und es hat auch überhaupt nichts mit Erotik zu tun, sondern es ist nur Job. Also unter Musikkollegen, ja, man hilft sich halt, wo man kann. Wer mich kennt, weiß, dass ich also ja, echt immer eine helfende Hand. In das Country-Dasein. Wer mich von früher kennt, weiß, dass ich nie, und ich sage nie, dann meine ich niemals, auf der Bühne einen Cowboy-Hut aufgesetzt hätte, außer für gutes Geld. Und soweit sind wir jetzt. Wir waren vor ungefähr einem Vierteljahr bei einem Wettbewerb. Ein Wettspielen von verschiedenen Country-Bands. Wir haben uns einfach nur so aus Spaß angemeldet. International Country Award und
Wir haben gewonnen. Und seitdem... Ja, okay. Kein Spott, bitte. Seitdem trage ich einen Cowboy-Hut, seitdem habe ich dieses wunderschöne Country-Hemd und... So schlimm war es überhaupt nicht. Wir wollten eigentlich nur einen Tag bleiben. Ich war mit ihm unterwegs. Ja. Mit Mühe und Not hatte ich ihn dann von Samstag auf Sonntag endlich am Montag aus Pullman City wieder rausgebracht. Okay, okay. Wir waren 3 Tage und ich habe dich fast nicht mehr rausgebracht. Also man muss dazu sagen, nicht alle Cowgirls haben breite Hintern, ja. Also mir hat es dann zum Schluss schon ganz gut gefallen. Hat es von Anfang an gut gefallen. Zum Thema breite Hintern von Cowbösen handelt das nächste Stück. Der Texter oder Sänger oder wer auch immer das Stück geschrieben hat, war sich nicht ganz sicher, ob er ein Stück über sein Auto oder über sein Pferd oder über seine Frau schreiben soll. Und herausgekommen ist Cowboy Cadillac. I never know one better, she's a real go-getter. Even better, she'd be good as gold. She's a real red line, I'd like to all be behind her. She's the kind of keep me hanging on. If I was body, even that you get body, don't you love her from the front of the bed? So either coming or going, know her best side show, and she's my cowboy Cadillac. Yeah, she's a perfect picture, of a perfect picture. Be a woman and a fine machine. Hollering, real tough mother, she's the cover of a magazine. Keeps me going, she kinda keep me coming, babe. She's a honky tonk and everything I want in a cowboy mountain, she can call it, in the tay, she can haul it, choose her last to call it a day. Well, every cowboy loves a lord, they all dream of a boat from the doctor of Rien. Well, at the end of the evening, when the same he leave with my cowboy Cadillac. She's a perfect picture, a perfect picture, between a woman and a fine machine. She's a hard lover, a wheelchair brother, she's a cover of a magazine. Now, happy going, if it keeps me going, to kind of keep me coming, babe. She's a honky-tonkin', everything I want in a cowboy Cadillac. She's a honky-tonkin', everything I want in a cowboy Cadillac. Cowboy Cadillac. Vielen herzlichen Dank. Haben wir übrigens schon auf unsere CD hingewiesen? Nee. Haben wir nicht? Haben wir Fehler gemacht vorher. Machen wir nachher. Was? Es gibt in diesem Programm etliche Nummern, die ich unheimlich gern mag. Die nächste Nummer gehört da dazu. Der Mike spielt sie überhaupt nicht gern. Doch, ich liebe sie mittlerweile. Echt? Ja. Sie handelt von einem echten Mann. Naja. Ein Mann, der den Frauen abgeschworen hat. Außer er muss dafür bezahlen. Ein Mann, der dem Alkohol abgeschworen hat. Außer er ist hochprozentig. Ein Mann, der nichts mehr raucht, außer Zigarren und Zigarillos. Aber wenigstens hat er kein Geld. I'm a lonely boy. All alone and lost. For I've seen I'll pay the cost. When I walk by, all the people say, just another guy on the lost highway. Just a deck of cards and a jug of wine and a woman's lies make a life like mine. On the dead river I went astray, started rolling
down that lost highway. Hey, and here we go. Either good or bad, just to keep like you. On the day we met, I went astray. I started rolling down that lost highway. Stones? Ja. Nicht, okay. Wer kennt die Stones nicht? Heißt das, ihr seid schon zu alt oder noch zu jung? Also ich habe vor kurzem ein Foto von denen gesehen und mir gedacht, okay, so scheiße schaue ich noch gar nicht aus. So alt bist du noch. Aber die Musik ist geil. So. Oh,
calls a tangerine queen. No more perfect, real sweet 16. I'm not a scuba, but I know what I'm like. Even with the wind, just about a man. Brown sugar, how come you taste so good? Brown sugar, just like a young girl's shoe. I said yeah, I said yeah, I said yeah. Und damit wollen wir uns für dieses zweite Set. Wir möchten jetzt unsere fantastische CD präsentieren. Kollege Berger, hält sie euch hoch, damit ihr sie mal sehen könnt. Wo ist der Spot? Ja. Haben wir eigentlich heute die Strings dabei, Anja? Blend das nach. Schocke, so ist es nicht machen. Oh, schade. Okay, mit dir verblenden. Es gibt diese CD zusammen mit einem Damenstring. Ja, wir haben das deswegen gemacht, weil die CD ist meistens etwas, was der Mann kauft. Stimmt. Und damit die Frau auch was hat von der CD, gibt man einen String dazu. Genau. Ja. Und, heute kostet der String nichts und die CD 15 Euro. Ja, andersrum. Die CD kostet nichts, aber der String kostet. Entschuldigung, die CD kostet nichts, der String kostet 15 Euro. Egal, String plus CD 15 Euro hier bei unserem schönsten aller Schlagzeuger. Hey Petra, du stehst auf dem Berg, oder? Du fotografierst dauernd ihn. Ich hab mir vorhin schon gedacht, wieso fotografiert die Beine von der Anja, bis ich gesehen hab, die fotografiert zwischen den Beinen der Anja durch den Berger. Hier. Natürlich. Hey, du stehst auf die unrasierten Typen, oder? Okay, hier haben wir eine CD. In 20 Minuten geht's weiter. Okay, ciao. Die wir mal da hinten. Danke. Okay.